928S, 964 oder einfach 911er. Wenn allein die Nennung einer dieser Zahlen ein leichtes Kribbeln auslöst, dann ist man höchstwahrscheinlich mit dem Porsche-Virus infiziert. Wenn man bereit ist, für die Restauration eines alten Autos mehr als 100.000 Euro zu bezahlen und auch noch 2 Jahre zu warten, bis alles fertig ist, dann ist man offenbar der Marke hoffnungslos verfallen und damit bei Axel von Blittersdorf und seinem Team genau richtig. Seit fast 20 Jahren hat er seine eigene Porsche-Werkstatt und da kümmert er sich um Fälle wie diesen. 911er, Baujahr 1970. Wie man sieht, Der Unterboden mit Sitzmulden und hoch bis unter die Hutablage, das ist alles einmal neu gekommen. Der Wagen scheint mal massiven Wassereinbruch oben hinter der Heckscheibe gehabt zu haben. Und dann läuft das alles hier schön runter. Und wenn das einer jahrelang nicht merkt, dann fault das halt einfach so über die Zeit durch. Das geht nicht in 5 Jahren, aber in 15 Jahren ist dann auch schon ein echtes Problem da. 2 Jahre muss man rechnen, bis das Auto fertig ist. Es sind Feinheiten, die die Wartezeit ausmachen. Nach dem Spachteln muss das Auto ruhen, bevor es lackiert werden kann. Und Sachen, die zu schnell gelackt werden oder eine zu kurze Standzeit haben, da hat man dann nachher eine schöne glatte Fläche. Also ich nehme mal die Haube, die sieht dann nachher toll aus. Und ein Dreivierteljahr nach der Lackierung hat man dann plötzlich so eine Seebildung. Das sieht aus, als wenn so ein Teich mitten in dieser ganz glatten Fläche ist. Und da ist dann der Spachtel abgesackt. Und das sieht man. Das kriegt man auch im Nachhinein nicht mehr wegpoliert. Und das sind Dinge, die möchte ich nicht. Also so ein Kunde nimmt hier, würde ich sagen, Minimum 100.000 Euro in die Hand, wenn nicht mehr. Und da habe ich keine Lust, mich drüber zu unterhalten, was dann alles so schiefgelaufen ist auf dem Weg. So ungefähr wird er dann nach der Lackierung aussehen. Ist eine Ganzlackierung, innen, außen, oben, unten. Jede Ecke hat Neulack bekommen. Das ist auch schon teilweise montiert. Schriftzüge, Luftgitter, Dichtungen. Da muss man sich jetzt durcharbeiten, bis es dann nachher ein ganzes Auto ist. Und da kommen natürlich die Motoren ins Spiel. Axel von Blittersdorfs eigentliches Fachgebiet und Leidenschaft. Schon als Kind war er begeisterter Schrauber. Ich habe immer alles irgendwie auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und verändert und gemacht und getan. Und das ging halt mit Fahrrädern los. Und irgendwann waren es mal Mofas. Und mit 17 habe ich dann mein erstes Auto geschenkt bekommen. Einen uralten Auto Bianchi A112. Und der war oder ist am TÜV gescheitert und war entweder für den Schrott bestimmt oder Axel. Und zwar ein Jahr später stand der frisch lackiert, fertig zusammengebaut, angemeldet zu meinem 18. Geburtstag im Vorgarten meiner Eltern, zum Leidwesen meiner Eltern, weil ich natürlich das Jahr fast ausschließlich in der Garage meiner Eltern verbracht habe mit der Restauration dieses Autos. Dann folgten eine Lehre bei Porsche in Hamburg und eine Tätigkeit im Bereich Rennsport. Seit knapp 20 Jahren nun die eigene Werkstatt mit 6 Mitarbeitern. Von der defekten Ölleitung bis zur Vollrestauration wird alles gemacht. Auch Arbeiten, die keine Vertragswerkstatt übernehmen würde. All die alten Autos, das ist was für Besessene, sagt Axel von Blittersdorf. Ein neuer Motor kann schon mal 40.000 Euro kosten. Kann man machen bei einem Auto, das zwischen 100.000 und 150.000 Euro wert ist. Auch beim Werkzeug ist er eigen, das muss ordentlich sein. Schließlich geht es hier um Millimeterarbeit. Eher Hundertstel Millimeterarbeit. Ne? Das ist wirklich, wir reden hier nur über 3, 4, 5 Hundertstel immer. Und diese Detailversessenheit hat sich rumgesprochen, bei Porsche-Liebhabern weit über Hamburg hinaus. Ja, er habe sein Hobby zum Beruf gemacht, sagt er, aber... Wenn du jetzt all meine Mitarbeiter fragen würdest, die würden sagen, ja, der schreit auch 3-mal im Monat, ich verkaufe den Laden, weil er die Schnauze so voll hat. Aber ich glaube, ich kann ganz entspannt behaupten, dass ich jeden Morgen und jeden Abend, wenn ich hier auf- und abschließe, genau weiß, dass ich genau das Richtige tue. Und das wissen auch die Kunden zu schätzen, die ihm ihre wertvollen Gefährte anvertrauen und auch schon mal geduldig 2 Jahre warten, bis alles fertig ist.